Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3 mit Diego, Gorm und Milton. So, in der letzten Folge hatten wir die Absicht, eine Mauer zu errichten, und wir haben sie errichten lassen. So, das ist der Schmied. Wir haben dir viel zu verdanken. Ja, alles klar. So, die Übersetzung ist wieder herrlich. Heute wieder ohne den PK. Grüße an dich, gehen raus, PK. Charmant. So, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen was alleine. Wir können später noch. Lass dich nicht unterkriegen. Jetzt gehört hier alles uns. Genauso siehst du auch aus. Lively Couch-Geschichten, die wir jetzt noch offen haben. Jo, und da wäre die Sache auch mit der Krankheit hier mit der alten da. Mit diesen Splitter oder Topflappen oder wie das Ding heißt. Und wir sollen jetzt hier, wir haben das letzte Mal eine Aufgabe gekriegt hier. Von dem Obermacher der Stadt. Ich bin froh, dich zu sehen. Was? Für die Ware kam. Ich habe dir etwas zu bieten. Was? Für die Ware kam. Wie geht es dir? Nun, ich würde sogar großartig sagen. Viele brauchen jetzt Tränke und Kräuter. Aber es gibt nicht so viele reiche Käufer. Das ist eine Katastrophe. Kürzlich habe ich einen starken Trank kreiert. Ich habe teure Zutaten verwendet, aber ich kann keinen Käufer finden. Was für ein Trank ist das? Dies ist ein neuer beispielloser Trank, der eine Person in einen Dämon verwandelt. Wenn du einen Abnehmer findest, kann ich das Rezept für die Herstellung teilen. Und wie viel fragst du nach einem Trank? Der Mindestpreis beträgt 10.000 Gold. Es ist nicht so teuer für solch ein seltenes Medikament. Aber natürlich werde ich an denjenigen verkaufen, der am meisten bezahlt. Warte mal, Moment mal. Ganz gemütlich. Ich erinnere mich an Götterdämmerung. Da gibt es ja den Viehhof, wo wir die Kühe töten sollten. So, und in einer der Hütte, da wo die Orks noch geherrscht haben, dieser Dennis davor stand meistens, dort hocken Druide drin. Und der ist der Meinung, er möchte mir einen Trank anbieten, genau wie der Typ jetzt. Und ich sollte an den Meistbietenden verkaufen. In dem Fall an Torus oder an Gorm. So, weil das waren ja die beiden vorherrschenden Mächte da bei Gott und Dämmerung dann. So, und ich sollte dem Gorm oder Torus anbieten, jeden Trank. Ich weiß. Haben die wirklich diese Quest mit dem Trank hier übertragen in die Mutz? Ich habe keine Zeit dafür. Ich werde einen Käufer für dich finden. Ich bin froh, das zu hören. Jo. Ich warte dann darauf, von dir zu hören. Jo. Alles klar, Horst. So, ein seltener Trank. Wir gucken mal nach. So, warte. Gotha. Wo ist Gotha? Ein seltener Trank. Ja, Mano. Ja. Froh, das zu hören. Ich warte dann darauf. Wir haben keinen Mindestpreis. Ja, jetzt ist die Frage. Warte mal. Gorm. Der Gorm ist ja was? Wie geht die Arbeit voran? Die Rebellen tun so viel sie können. Allerdings wird die Burg noch eine ganze Weile so heruntergekommen aussehen. Der Dämon und die Untoten haben hier wahrlich ganze Arbeit geleistet. Das haben die wirklich. Ach, wo du gerade den Dämon erwähnst. Xardas hat wohl eine Schwäche für den Kampf der Götter. Er hat Gotha vernichten lassen, damit Belia hier einziehen konnte. Das Ding ist, Gorm ist ja hier der Ansprechpartner eigentlich für Gotha. Auch wenn wir ihn die ganze Zeit mitnehmen. So. Wie sieht es mit Unterstützung von außen aus? Jo. Sehr gute Idee. Geh für mich nach Okara und überbring Roland, dem dortigen Rebellenanführer, eine Nachricht. Was soll ich ihm sagen? Ja. Er hat mich gebeten, das Lager der Orks auszukundschaften. Das hast du ja auch toll gemacht. Du bist einfach reingegangen und hast dich gefangen nehmen lassen. Als würde dir sowas nie passieren. Wer musste dich aus der Burg des Minentals befreien? Ach komm, nicht wieder die alten. Ja, also, wo war ich stehen geblieben? Ach, genau. Vor kurzem kam ein Bote aus Montera zu Potros und ich konnte ihr Gespräch belauschen. Der Bote sagte, dass bald die große Lieferung aus Montera hier ankommen würde, die Potros bestellt hätte. Waffen, Proviant, einige Werkzeuge und noch ein paar weitere Dinge. Ich will das gar nicht hören. Seit wann interessierst du dich für Götter? Gorm, wo hast du das aufgeschnappt? Hier raus. Lies es dir mal durch. Xardas wollte Innos einen Schlag verpassen. Befehl Gotha, diese Befehlsschreibung. Xardas ist durch und durch ein Dämonenbeschwörer. Belias treuster Diener. Yeah. Zumindest scheint es so. Was meinst du damit? Nichts. Noch nichts.
So. Wie bist du an die Befehlsschrift gekommen? Sie lag in der hinteren Burghälfte. Daneben ein Pfeil. Siehst du das Loch da oben? Nein. Ich denke, die Orks haben die Befehle mit einem Bogen in die Burg geschossen. Du meinst als letzte Demütigung vor dem Tod? Jop, so habe ich mir das gedacht. Jop. Jo, hier. Was bringt Roland diese Information? Wenn Roland in den Waldgebieten ein paar Posten aufstellt, könnte er diese Lieferung abfangen. Ach, Mensch. Du kennst das doch. So wie früher im neuen Lager. Wir schnappen uns die Lieferungen von anderen. Hilf mir mal auf die Sprünge. Du weißt doch noch. Das alte Lager und das neue Lager haben sich dauernd gestritten. Ja. Die haben vom König Lieferungen erhalten. Wir haben sie ihnen weggenommen. Ja mir gut. Kommen schon fast die Tränen, wenn ich an die gute alte Zeit denke. Werd nicht so sentimental. Ich werde Roland darüber informieren. Ja. Das ist gut, mein Freund. Wenn er die Lieferung hat, könnte ja etwas davon nach Kuta gebracht werden. Ja. Verstehe. Verstehe. Jo, hä? Was ist denn falsch mit hier Dialog? Jo. Was hast du inzwischen eigentlich für Gold hier aufgeknappt, sag mal, Bogen? So, wir beklauen erstmal unsere ganze Bande hier, oder? Würde ich sagen. Unmöglicher Taschendiebstahl. Jo. Was macht man so mit seinen treuen Begleitern? Man beklaut sie. Was willst du denn? Du hast uns den Sieg gebracht. Hau ab. Arsch. Loch. Ja, können wir doch nochmal zu Roland gehen? Wir gehen erstmal hoch wegen dem Trank. Roland ins Tod? Scheiße! Nun? Ich glaube, ich will das gar nicht. Jo. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist das denn ernst? Haben wir vielleicht ein Problem? So. Ein örtlicher Alchemist will einen Dämonen-Transformationstrank verkaufen. Ja. Bist du interessiert? Es würde uns im Krieg mit den Orks helfen. Was kostet diese Droge? 20.000 Gold. Der Mindestpreis beträgt 10.000 Gold. 20.000. Gut. Ich bin bereit, diesen Betrag zu bezahlen. Jo. Ich werde das Angebot an den Alchemisten weitergeben. Jo, machen wir. Na, komm mit. Du fühlst dich nicht müde. Speichern. Ich weiß, Mann, ich weiß. Klar, warum nicht? Klar, warum nicht? Ja. Das könnt ihr euch nicht so gegenseitig hier überbringen. Da muss ich hier laufen. Ihr müsst hier das Thema sitzen bleiben. Er wird 10.000 Gold bezahlen. Yo. Das ist das Minimum, das ich mir aufhabe. Das ist nicht gut genug für mich. Was denn? Versuche mehr zu verhandeln. Wie? Mehr zu verhandeln? Willst du mich verarschen? Für einen Scheiß, der überhaupt nichts bringt? Das ist so Quests wieder. Da könnte ich wieder hier. Da könnten wir mit dir. Da haben wir ein mächtiges Problem. Die Arschhaare zum Berge stehen. Tausend Berge, die stehen Wallerer. Die Haare am Arsch, die stehen Wallerer. Jo, Meister, hier. Der Alchemist stimmte nicht zu, den Trank zum niedrigsten Preis zu verkaufen. Dann werde ich 11.000 bezahlen. Ich werde dem Alchemisten deine Worte. Mensch, wir gehen doch selbst zueinander hin, Mensch, hier, Mann. Was bin ich denn für euch? Dackel oder was? Das ist genau derselbe Scheiß wie der Meinwort. Wer die Meinmod nicht gesehen oder gespielt hat, wir hatten ja mit dem PK Charmant und Make-up für die Meinmod gespielt zum Ende. Das ist die verlassene Mine, die ist ja eigentlich nicht unbedingt unbekannt in der Gothic-Szene. Da hat man unten diesen Gang, wo die Minecrawler-Königin sitzt, in der verlassenen Mine. Das ist auch so ein Gang, wie eine alte Mine. So, unten in der Ecke steht der eine Typ, oben steht der andere vor dem Gang. Und wir müssen immer hin und her rennen und sagen hier, wie bei Egil und Enim hier bei Gothic 2, genau dieselbe Scheiße. Da können die nicht aufeinander zugehen und miteinander reden, dann muss ich hier, Alter. Jo, hast du es dann? Ich habe einen Trankkäufer gefunden. Ja. Er ist bereit, Tränke zu einem guten Preis zu kaufen. Wer ist er? Das und ist wie viel zu viel, zu wenig. Vizekönig Erich wird 11.000 Gold bezahlen. Vizekönig. Eine kleine Menge, aber es wird reichen. Bring mir das Geld und dann bekommst du die Ware. Da bin ich ja bin ich bekloppt oder was? Ich bin da lass dich doch mal anstellen, ey. Du bist ja einfach ein Mann. Es kommt noch schlimmer. Die Frage ist natürlich ja, die man mir dann stellen würde, wenn ich mich lustig mache, könntest du es besser. Ich denke fast schon. Ja, das Problem ist bloß, ich bin zu faul dafür. Der Alchemist stimmt einem Deal zu. Oder mich komm schon, Gold hier. Hier geht's.
Bring mir bald diesen Trank. Um die rumzuschlagen da an der Stelle. Wir sehen uns. Nicht so sagen. Wie gesagt, die beste Mod wäre jetzt, die wirklich die ganze Götterdämmerung-Geschichte tatsächlich hier einpflegt in Gothic 3. Am besten lässt sich da so, raus. Das wäre das Idealste. Man nimmt die Quests, man nimmt die Dialoge und den ganzen Scheiß und ballert das alles so hier rein. Macht aus beiden Spielen ein Spiel. So, dann wäre Gothic 3 wirklich interessant. So. Ich habe Geld für den Trank mitgebracht. Ich meine, dieser Puffer mit den 2 Jahren zwischen Gothic 3 und Götterdämmerung hier, der würde natürlich wegfallen, aber ja, komm. Hier, wo ist die? Ich hoffe, das reicht. Und du hast die Ware. Bring es so schnell wie möglich zum Kunden. Dann müsste man jetzt eigentlich mal einen Goldbatzen nehmen und nimm. Ja. Kann nicht die 2 Stufen hier hochgehen und zu dem mit dem verhandeln hier. Eigentlich müsste man jetzt sagen, hier die Vermittlung machen und dann der Rest sollen sich die sich kümmern. Ja. Ich habe dir den Trank gebracht, um einen Dämon zu verwandeln. Yeah. Gut gemacht. Ich hoffe, es hilft uns, die Orks zu besiegen. Ja, was? Pass auf dich auf. Es ist so assi. Es verwandelt doch direkt der Dialog auf die Verwandlungstrank stellen. Na klar. Jo. Ja, der hat 11.000 Dollar Kröten bezahlt für nichts. Dafür, dass er sich die ganze Zeit da oben breit sitzt und mich ja hin und her rennen lässt, hat das ehrlich gesagt nicht anders verdient. Was hätten wir hier noch zu machen? So, müssen wir dem das noch sagen gehen hier? Was? Du hast gesagt, du gibst mir das Rezept für einen Dämonentrank. Ja, ich erinnere mich daran, aber ich habe nicht gesagt, dass ich es kostenlos geben würde. Wenn du ein Rezept willst, zahlst du 10.000 Goldstücke. Du kannst mal auf die Fresse kriegen, du Affe! Was? Diebstahl! Ja. Was? Du hast gesagt, du gibst. Ja, wenn du ein Rezept willst. 10.000. Hey, ich habe dir geholfen, den Zaubertrank zu verkaufen. Ich brauche dieses Rezept nicht. Ich werde darüber nachdenken. Ich brauche dieses Rezept nicht. Das ist wie du möchtest. Ich werde solche vorteilhaften Angebote nicht mehr machen. Ja, das ist richtig. Mach's auch nicht. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ja, ist doch wahr. Was will ich mit dem Scheiß? Erstens, warum will ich es eh nicht brauen? Und zweitens, Verwandlung in Gothic 3 ist der absolute ist absolute Scheiße. Richtig, genauso wie in Gothic 1 und 2. Der einzige Verwandlungstrank, der wirklich was nutzt. Oder Spruchrolle bei Gothic 2 wäre der Verwandlung Drachenschnapper. Der hat wirklich Power. Jetzt gehört hier alles. Jo. Schnell, agil und der Schnapper. Lass dich nicht unterkriegen. Jo, alles andere ist Bullshit. Jo, was hier Verwandlungsmagie angeht. Jo, ganz ehrlich. Lasst euch das von einem erfahrenen Gothic-Spieler sagen. Vergesst Verwandlungsmagie, ganz ehrlich. So, Blutfliege eventuell, wenn man schnell irgendwo hin will oder durch Gegner hoben, da ist Blutfliege interessant. Fleischwanze, wenn man hier, wie gesagt, in Gothic 1 Klosterruine und ähnliche Sachen. Die Mods bringen ja, was das angeht, auch noch ein paar mehr Quests mit. So, aber alles andere, zum Kämpfen direkt. Verwandlungstrank, gerade Dämon. Die Orks waren einmal zu und ich als Dämon bin tot. Hatte ich schon versucht damals in dem im Stream-Projekt. So, ernsthafte Vorbereitung, alte Methoden. Ja, ich sollte so. Ja, das ist mein Freund. Wenn die Lieferung hat. Verstehe. Hier kommen dir fast die Tränen. Ja, wo muss ich denn jetzt hingehen? Das Blöde ist, zu Roland kann ich nicht mehr gehen. Elric. Was? Ich will das gar nicht hören. Neuigkeiten für den Vater, dann müssen wir zu Gruß gehen. Alte Methoden des neuen Lagers. Ne? Das ist mit Gruß. Ernsthafte Vorbereitung. Brauchst du irgendwas noch? Wenn du richtig machst, was? Und dafür müssen wir gut spielen. Geh zum nächsten Schmied und sag es ihm. Das wäre 5-2 in den nächsten Schmied. Wir waren doch hier unten schon bei den Schmied. Der hier. Ach. Ja. Ach nee, doch. Das ist Schmied. Wir speichern mal, wir zappen uns mal nach Okara. Was sagt denn Okara dazu? Okara, hier. Vielleicht hat er mehr zu sagen. Ja, Mannik. Oh, Spielabschluss. Nee. Ja.
Hallo. Vergebung für Verbrechen. Ich habe keine Verbrechen begangen. Ich habe das Land befreit. Nö. Ihr könnt ja noch ein bisschen was verkaufen bei nebenbei mal. Zeig mir deine. Wir haben noch so einen Haufen Krempel hier. Der hat aber kein Gold für mich. Warum nicht? Der hat noch Scheiße. Der kann sich meine Ware noch nicht mal leisten. Guck mal an hier. Wollen wir das wegnehmen und das wegnehmen? Ja. Warum nicht? Haben wir irgendwas, was in deiner Preisklasse liegt? Ich schleppe mir Warenwert von was als ich schon mit uns. Was können wir damit machen? Nichts. Am besten du hältst dich da raus. Gothic 2 war tatsächlich der einzigste Gothic-Teil, wo man jetzt nicht darauf angewiesen war, wie viel Gold oder Erz beim ersten bei Gothic 1 der Verkäufer einstecken hat. Dein Ernst? Was? Nein. Hast du noch irgendwas? Ach, komm, hör auf. Das ist mir die Mühe jetzt ehrlich gesagt nicht wert. Rowley ist ja tot hier unten. Der ist ja in Faring über einen Stein gestolpert. Im Kampf. Rowley. Das Blöde ist, wenn wir den für die Mods hier doch irgendwie brauchen. Keine Ahnung. Schwere Ruhe. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, was machen wir jetzt? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Machen wir einen Sprung nach Morazul. Zu dem Gruß. So. Dafür würden wir auch gleich mal die Dings suchen hier. Man sagt schon. Das mit den Wüstenräubern, das wüsste ich jetzt mal gern. Und mit dem reisenden Ritter, der hockt ja noch in den Ruinen. So, wir machen jetzt erstmal das hier. Pass auf, der Gaul, der steht ja immer noch hier. Der Gaul ist faul. So, das ist so lehrreich hier irgendwie. Da liegt ein Toter. Könnt ihr nicht mal aufräumen hier, Mensch? Das ist ja fast wie in The Walking Dead. Gleich fliegen die Fliegen drumrum. So. Ich vermisse klägliche Anger. Kann sein, dass Anger hier mit beendet ist in dem ganzen Spektakel, was wir hier veranstaltet haben. Hallo? Ach nee, die kämpfen dort wieder mit dabei, dieser Ramon. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Was wollen wir jetzt? Vorher sagen können? Gruß. Gehen wir zu Gruß und dann gehen wir in die Ruinen, würde ich sagen. Da wurde mir auch mitgeteilt, ich glaube, Blattring war das. Auch an dich, Grüße. Ich glaube, da ist. Wenn wir uns zu den Ruinen teleportieren, dann müsste der in relativer Nähe sein. Dann gehen wir mal gucken. Ach, Kollegen. Hallo. Ihn habe ich letztens ja auch zu Gruß führen müssen, den Blood Ring. Aber die Folge, die kommt ja erst in, einem halben Jahr oder so raus bei ihm. Er hat ja kräftig vorproduziert. Weil der Witz ist, er hat ja, ich weiß nicht, ob er die Weitsicht hat, die ich ja habe, oder ob er da, bei ihm war es auch noch dunkel, das war dann schon noch schwerer zu finden. Macht natürlich noch mehr Spaß. So. Ich glaube, hier müssten wir eigentlich auf dem richtigen Weg sein. Wenn wir so ein paar Ruinen oder so finden, das hier nicht. War das jetzt da drüben oder das rechts dort, dieses? Das seht ihr nicht, ich sitze davor, das da. Ich bilde mir ein, das ist so die Ecke, wo wir hin müssen. Nee, nicht hin müssen. Ich glaube mehr hier in der Ecke. Weil gerade hier in der Wüste, da das eben so frei hier alles ist, keine Bäume im Weg und nichts. So. Da müssten wir eigentlich das, was wir suchen, eigentlich auch relativ schnell finden. Das ist nicht die Punika-Oase. Ich sag nur, wir müssen relativ schnell finden, aber ich glaube, wir sind schon vorbei. Aber ich glaube es auch nicht wirklich. Ich glaube, wir sind an diesem Kadaver dort vorbei, mindestens. Müssten wir eigentlich fast schon da sein. Hier ist ein Weg. So ein Trampelpfad eher. Ja. Also einen Gruß zu finden, das ist immer so eine Sache. Was ist das denn für welche? Gnügis. Ja. Kann natürlich sein, dass ich selbst schon wieder zu weit bin hier.
Weil die Oase, die ist schon wieder. Das war's mit dir, du Mistfinster. Ja. Das wäre erledigt. Das wäre erledigt. Ich bin mir, wir sind überhaupt noch nicht so weit. War das wirklich über die Düne hier drüber? Ja, mach mal den Schnü wieder fertig. Also hat halt das Ding. Wenn ich hier irgendwas suche. Diese Dreckbande, ich hasse diese Scheißfest für hier. Aber wenn ich hier irgendwas suche. Dann nutze ich ja gern Orientierungspunkte. Wer mir länger zusieht, der weiß es ja. Aber ich brauche Orientierungspunkte an vielen Sachen. Und das gibt mir Mortana hier eigentlich relativ viel. Aber es gibt irgendwann auch Stellen wie diese, die geben mir das nicht unbedingt. Ja, und ich glaube, hier unten, da ist das Feld, genau. Und was kann ich euch jetzt, sage ich mal, als Orientierungspunkt für mitgeben, um das hier immer wieder zu finden? Mal gucken mal, ihr müsst quasi... Naja, ich habe den Kompass jetzt nicht. Aber guck mal, wir gucken uns mal kurz um für euch. Für euch als Zuschauer, die Gothic 3 jetzt selber spielen. Weil da unten die beiden Zelte, dort wollen wir gleich hin, das ist das Ziel. So. Das ist, was ist das für eine Richtung hier? Haben wir irgendwo einen Kompass hier oder sowas? Also, wir gucken mal für euch, gucken wir mal auf die Karte. Wir gucken also. Warte mal. Der Blattregen, der will das letzte Mal hier bei sich im Let's Play hier so was erkannt haben. Weiß ich, warte mal. Immer weiter. Das ist mir auf der Karte noch nie aufgefallen. Ich spiele das Ding seit 18 Jahren hier. Ja, Gothic 3. Aber es ist mir nie aufgefallen, dass da irgendwie auf der Karte so ein Gebäude hier verzeichnet sein könnte. Dass das hier so ein Gebäude darstellen könnte. Aber das Blöde ist, wir stehen mit dem Pfeil jetzt genau drauf hier auf dem Ding. Wir gucken dann gleich mal, wenn wir hier weg sind. So. Weil im Gegensatz zu mir benutzen ja viele noch die Karten. Tatsächlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich... Der Pfeil ist drüber, das müssen wir dann gleich mal gucken. Gucken wir extra mal für euch dann. Ja. So Meister. Gruß. Geh nicht zu nah ans Feuer. Ja, danke schön. Ich habe vorher einen Part auf dem Rücken, aber. Ich habe einen Brief für dich. Oh? Ja. Ich frage mich, von wem er ist. Mal sehen. Der ist von meiner Tochter. Ich vermisse sie so sehr. Aber bisher kann ich nicht zurückkehren. Ich habe hier noch nicht abgeschlossene Geschäfte. Sag ihr, dass es mir gut geht. Sobald ich hier alles erledigt habe, werde ich zu ihr zurückkehren. Und das ist für deine Bemühungen. Das ist in der Wüste nützlich. Was denn? Ein Wahrsager. Danke, danke. Ich reise den ganzen Tag nur durch die Wüste hier, wenn ich hier die Quests mache. Der gibt mir eine Flasche Wahrsager. Damit werde ich überleben. Dankeschön, du Arsch. So. Ja, das ist meine Dankbarkeit, ich weiß. So, Ruinen, Hammerklauen, Erzofen. Wir haben den Teleport zum Erzofen? Das weiß ich auch nicht mal. Jetzt wollen wir zu den Ruinen von Morazul. Wo waren denn die? Die hatten wir doch hier irgendwo. Morazul, Pate Peters Haus. Das Problem ist, ich habe kein bestimmtes Thema heute hier für die Folge. Ich reise gerade hin und her. Was mache ich da? Morazuls Tempel, ne? Zum Morazul Tempel. Ruinen. Was denn nun? Ja, da gucken wir gleich nochmal auf die Karte. Ich glaube dort. Okay. Schnüggis. Ja, speichern. Wir gucken mal für euch auf die Karte. So. Das sieht ja, guck mal, passt mal auf, guck mal an hier. Wenn ihr jetzt die Karte offen habt. Wir waren gerade hier gewesen. Das Ding dazwischen. Das ist relativ klein auch. Ich habe immer so diese Dünen und sowas hier wahrgenommen, oder? Ich habe da nie geguckt, ob hier irgendwie was so ein ganz klitzekleines Gebäude darstellen könnte auf der Karte. Aber man kann ja auch noch nicht mal ranzoomen. Das ist ja das nächste hier bei Gothic, wenn man wirklich jetzt auf die Karte angewiesen ist. Ja, aber ich denke mal, wenn ihr Gruß wollt, wenn ihr Gruß wirklich sucht, so, wenn ihr jetzt noch bei Morazul seid, bei den Hauptquests von Morazul und so und zu grüßen müsst oder Yusuf, so, kann ich euch nur sagen, dieser Punkt hier, da waren wir gerade, das ist der Punkt hier. An den müsst ihr euch auf der Karte orientieren. Wenn ihr jetzt hier Morazul natürlich loslauft, die Richtung, und schon seid ihr eigentlich da. So, habe ich so auch noch nie wahrgenommen. Das ist für mich jetzt absolut auch Neuland hier mit der Karte.
dass wir das tatsächlich so auf die Art und Weise auf der Karte tatsächlich sogar sehen. Ich hab den immer, ich bin da nie nach Karte gegangen bei dem Bus. Immer so nach Sicht hier geholt, wie wenn wir gelaufen sind. So macht man die Viecher. So. Aber jetzt sei ja Gott, Hi hier voll ja, ich mach mal das Ding hier an, damit wir hier den Kameraden hier vielleicht finden. Wir suchen den reisenden Ritter bei den Ruinen, hat er gesagt, glaube ich, oder? Wir müssten hier jemanden den finden, der wird angezeigt. Ja. Ich bin, wo haben wir denn stehen lassen? Wo waren wir denn zuletzt mit dem Kerl? Ja. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ja. Wo sind die Zelte? Hier sind auch irgendwo die Mistviecher drin. Ja, mal sehen, ob wir den finden, bevor die Folge rum ist. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Jo. Das war's mit dir, du Mistvieh. Jo. Noch sehe ich hier keinen Kameraden oder so. Er hat versucht, das zu beschreiben, aber ich habe es mir nicht gemerkt, alles, was er erzählt hat, der gute Blood Dragon. Der hat es mir auch relativ einfach beschrieben, dass der relativ einfach zu finden ist, wenn wir uns jetzt zu den Ruinen teleportieren, aber... Na, was wird das denn? So macht man das. Hab ich Luftpumpenschwert hier oder was? Besser du als ich. Ja, besser du als ich, genau. Hä? Ja. Das wäre erledigt. Ich wollte jetzt nicht die ganzen Ruinen hier wieder ausräumen. Das Ding ist, was der Kollege, ich komme gerade nicht auf den Namen, wegen den Wüstenräubern erzählt hat. Geschrieben hat in den Kommentaren. Grüß an dich raus, der du das geschrieben hast. Ich weiß nicht, ob das Problem ist, dass wir hier Kaffus Wachen jetzt schon gemacht haben. Oder Kaffus. Tut das für ein Brocken! Ja, was für ein. Jo, ja, Ufi. Ja, wo ist der Scheiß jetzt? Wo ist der Typ jetzt? Da ist noch ein Skelett. Da sind Skelette. Nee, zu den Skeletten wollen wir nicht. Ich will zu diesem blöden Ritter dahin. Das ist mein Ziel. Gespeichert haben wir doch gerade. Wir machen nochmal. Wir gehen nochmal zu den Ruinen hier. Wo war das jetzt? Ruinen teleportieren. Wir gehen nochmal zurück, da wo wir hergekommen sind. Ja, natürlich werden wir von einem Schnügi empfangen. Das war's für dich, Mistvieh. Ja. Ich glaube, hier irgendwie Richtung Kaffus Wachen oder. Bildmann, irgendwas hat er mit den Wachen erzählt. Weil die waren nicht so weit hinten hier, die waren weiter vorne Richtung Rasul selber dann. Gute Frage, nächste Frage. Eieiei, hier liegt noch Krempel rum. Mal sehen, ob wir in der nächsten Folge dann wieder in der Wüste hier mehr unterwegs sind, wegen den Wüstenräubern. Im Nordosten hat er gesagt, da müssen wir auch so hier das hast du jetzt Wüstenräuber noch sind. Ja. Ich hab hier vergessen. Das war's also, für dich, ja. Mistvieh. Das war's für dich, Mistvieh. So, Korb. Ich habe einen Korb gekriegt. Gut, dass wir der Tochter da hätten wir in Dings. Mit Gruß.
Keine Ahnung, wo der ist. Möglicherweise lassen wir das sein. Ich glaube, diese Suchquests, da lasse ich mir wirklich hier helfen. Ich meine, wenn wir über die Quest irgendwelche Sachen oder so kriegen, ist eine Sache. Aber wenn wir hier so also gerade in den Ruinen, weil die Ruinen, die sind so im Pflaster, die kotzen mir an hier. Hier wäre so viel Content gewesen für Piranha Bytes. Also wir hoffen mal hier interessante Sachen auch hinzubauen. Weil es ist ja alles voller Ruinen, weil, ja, wir wissen ja warum. So. So macht man das. Lästiger Schnäpper, ja. Hey, hey! Sag mal, jetzt hörst du dich hier. Die ist umgeschmeißt. Ich hasse die Viecher. Da drücken wir die Realismus-Option hier. Ja. Wo ist denn der Affe-Bahn? War Flucht nochmal. Jedes Mal sucht man nach irgendeinem Mist. So ein Vogel. Was soll der irgendwas sagen hier? Mein Standort suchen wie dort und dort. Ich glaube, wir haben den hier auch irgendwo stehen lassen, aber. Wo war denn das, Mann? Ich weiß es nicht. Komm, hör auf. Wir suchen den dann nicht weiter in der nächsten Folge. Da fahre ich nochmal den Blood Dragon. Ja. Ich könnte ja direkt mal fragen. Warte mal. Ich würde jetzt mal. Pass mal auf, pass mal auf. Stell dich mal hier hin, pass auf. Ich speichere das mal ab. Ich speichere mal dick und fett. Oh, das nehme ich noch, dann nehme ich euch noch mal kurz mit hier bei der Fragestellung. Das Ding ist, vielleicht kommt es sogar so weit, dass wir ihn direkt einladen, in der nächsten Folge hier mitzumachen. Was haben sie jetzt schon wieder? Ich habe Tribute von Panemfilm bieten die mir an. Komm mir auf. Ja. Und schöne Firma. So, Blatt trinken, das ist natürlich. Das Ding ist, er ist offline. Ich will. Guck. Ja. Wo war der? Wir fragen jetzt einfach knallhart hier rein bei ihm. Reisende. Der Reisende. Ritter in den. In den Ruinen von. Vorschläge hier sind immer abenteuerlich auf dem Handy. So, Kuckuck. Wo war der reisende Ritter in den Ruinen von Morazul? Wir fragen ihn jetzt einfach mal. Mal gucken, ob eine Antwort kommt. So, da werde ich mal sehen. Entweder kommt gleich eine Antwort und. Ich meine, wir haben das jetzt schon mal gemacht, falls sich jetzt hier der ein oder andere mal anbietet, hier bei der Aufnahme dabei zu sein und einfach mal ganz spontan. Haben wir den auch schon mitten in der Folge mal reingenommen. So, aber für die Folge soll erstmal Schluss sein für heute. Wir sind dran mit der Zeit. Bis zum nächsten Mal. Kommt morgen wieder. Heißen Dank. Tschüss.